Benachbarte identische Zeilen ausblenden. Um dies mal zu demonstrieren, öffne ich GNOME Terminal. Ich klicke auf Anwendung, wähle Zubehör und klicke abschließend auf Terminal. Sind bei der Ausgabe identische Zeilen unerwünscht, so kann man diese mit dem Kommando Unique UNIQ ausblenden. Allerdings kann Unique nur benachbarte wiederholte Zeilen erkennen, also muss die Eingabe vorher sortiert werden, und zwar mit dem Befehl Sort. Die Anwendung von Unique könnte so aussehen. Wie bereits bekannt, wird der Inhalt einer Datei mit dem Kommando cat Leerzeichen Dateiname angezeigt. Befehl cat Leerzeichen Dateiname Leerzeichen Pipe-Symbol Leerzeichen Sort führt dazu, dass der Inhalt an Sort weitergegeben und somit sortiert wird. Mit Sort Leerzeichen Dateiname wird der Inhalt der Datei sofort gelesen und sortiert. Per Sort Leerzeichen Dateiname Leerzeichen Pipe-Symbol Leerzeichen Unique werden nun die identischen Zeilen in der sortierten Ausgabe entfernt. Mit der Option -C wird angegeben, wie oft eine Zeile vorhanden ist. Ein angehängtes -D bewirkt, dass nur die doppelten Zeilen in der Ausgabe erscheinen. Sollen nur die einmal vorkommenden Zeilen angezeigt werden, ist dabei die Option -U die richtige. Hilfe bekommt man per Unique Leerzeichen --help. Außerdem gibt es auch direkt beim Kommando Sort die Option -U, die doppelte Zeilen filtert. Sort Leerzeichen -U Leerzeichen Dateiname. Um eine gefilterte Ausgabe in eine neue Datei zu schreiben, gibt man folgendes ein. Sort Leerzeichen -U Leerzeichen Dateiname Leerzeichen größer als Leerzeichen neuer Dateiname. Im Texteditor Gedit existiert für das Sortieren und für das Entfernen doppelter Zeilen ein Plugin. Das demonstriere ich auch mal. Ich starte den Texteditor, klicke auf Anwendung, wähle Zubehör und klicke abschließend auf Texteditor. Um das Plugin zu aktivieren, gehe ich ins Menü Bearbeiten, klicke auf Einstellungen, wähle den Reiter Plugins und setze ein Häkchen beim Plugin Sortieren, um es zu aktivieren. Abschließend klicke ich auf den Button Schließen. Nun gibt es zusätzlich eine Funktion namens Sortieren im Menü Bearbeiten. Zuerst öffne ich die Datei, die ich sortieren bzw. wo ich die identischen Zeilen entfernen möchte. Öffnen. Jetzt wähle ich die Funktion Sortieren im Menü Bearbeiten, setze ein Häkchen bei Duplikate entfernen und klicke dann auf den Button Sortieren. Jetzt kann ich den Inhalt speichern, indem ich auf Speichern drücke. Ciao und viel Glück!